So, weiter geht's mit Final Fantasy 9. So, jetzt mal hier raus ins Menü. Wir sind gerade in einer Eishöhle und haben gerade gespeichert. Und ja, ist ja gut, Kupo und so weiter. Und wollen jetzt wieder weiter Monstern auf den Kopf kloppen. Und dann mal gucken, wo wir hier noch hinkommen. Weil wir natürlich raus wollen hier und... Oh. Story. Bibi, beeil dich oder wir lassen dich zurück. Ich komme. Aber ich bin so langsam und es ist so rutschig und... Oh, ich bin zugefroren. Hey, Bibi, geht's dir gut? Steiner, du bist so motorisch wie eine Blechbüchse. Oh nein. Und jetzt der Nächste, na komm. Ey, Rostklumpen, dir geht's nicht gut, oder? Was passiert zu euch? Was ist euch passiert? Dann gehen wir da unten runter gucken. Mhm. Ey, hör auf mit dem Scheiß, ja. Das tut doch weh an den Zehen, oder? Oh nein, jetzt gar nicht auch. Was ist nur los? Oh nein, oh nein. Oh nein. Alter, die liegen jetzt alle nieder. Was passiert? Und ich auch. Mist. Tja. Oh. Das macht Geräusche. Hä? Was ist denn der Geräusch? Der Geräusch, der Gerät. Das Geräusch. Es kam von da drüben. Ist da jemand? Wir laufen auch so komisch. Dum, 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 dum. Klar, ich lasse einfach meine Kumpels da liegen. Ist egal. Mhm. Oh yeah, ich glaube, jetzt taucht gleich einer der genialsten Charaktere auf. Oder? Nee, hier noch nicht, hier noch nicht. Kommt später. Oha, Black Walls Nummer 1. Wie heißen die denn im Deutschen? Ah, Schwarzer Tenor heißen die, glaube ich, im Deutschen. Mhm. Ey, du solltest eigentlich tot sein. Aha, bist du der, der das Zeug hier macht? Den ganzen Eissturm? Ja, genau. Los, zack. Duell. So ähnlich. Ui. Er hat ein Glöckchen. Ein Glöckchen. Ich mag Glöckchen. So als Meta-Info. Mhm. Auch in Musik und so. Klingeling. Sieht schon fies aus. Sieht ein bisschen aus wie Vivi, nur mit Flügeln und in anders. Und er ruft einen Eisgiganten. Hart. Das ist hart. Sea Lion. Na gut, dann hauen wir den jetzt halt kaputt. Wir müssen nur so lange überleben, bis wir Trans haben. Aber vorher klauen wir natürlich alles Mögliche von ihm. So viel ist klar. Und wir müssen uns Leben sorgen. Obwohl, geht noch. Wir machen es trotzdem. Einfach aus Vorsicht. Mhm. Gut, dass ich es gemacht habe. Weil 59 HP sind mit einem Schlag weg. Wenn man nicht aufpasst. Und der Heiltrank wurde voll ausgeschöpft, weil wir noch mehr HP hätten. Ja, tritt mich halt ein. Wir klauen trotzdem weiter Zeug von ihm. Weil können ja gute Waffen und Sachen dabei sein. Solange wir Potions haben, brauchen wir den Kampf noch nicht beenden. Dann klauen wir halt noch von dem anderen Typen. Und außerdem lädt dabei unser Limit auf. Wenn wir immer nur Schaden abkriegen. Was strategisch auch interessant ist, weil mit dem Limit können wir die auf jeden Fall dann ziemlich platt machen. So, ich würde sagen, ich glaube gleich nochmal einmal von der Schlange da was. Aber erstmal mache ich mich kurz heile. Und dann, wenn die Schlange dann das zweite Mal nichts mehr hat, dann ist entweder unser Skill zu niedrig oder sie hat tatsächlich nichts. So. Ach, kriegen wir noch ein bisschen kalte Füße. So, jetzt zack. Tatsächlich nichts. Hm. Also ich finde spannend. Manchmal steht, ich konnte nichts klauen. Und manchmal steht da, der Gegner hat nichts mehr. Ich versuche es nochmal. Vielleicht habe ich nur mehr Erfolg. Weil ich weiß nicht, ob es auch gibt, glaube ich, Gegenstände, die extrem selten oder schwierig zu klauen sind.
ist aber auch egal. Ich kann das so lange klauen, bis wir die Ekstase aufgeladen haben. So, ich warte ab. Ist noch nicht voll. Gut, dann klauen wir nochmal. Wahrscheinlich ist sie jetzt voll, oder? Nein. Ha, schon gehabt. Weil ich will keinen Spielzug mit der Ekstase. Ha! Mithrildagger, ich wusste es! Man muss so lange klauen, bis tatsächlich da steht, hat nichts mehr. Es ist so lange her, dass ich gespielt habe. Krass. Es ist so lange her, dass ich gespielt habe, dass ich solche Sachen erstmal wieder rausfinden muss. Das heißt, wenn ihr Ahnung von dem Spiel habt, vergebt mir dafür, dass ich mich so amateurhaft anstelle. Der muss jetzt sitzen. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Ich will jetzt schnell... Wir haben ein Problem. Wir dürfen laden. Willkommen im Ladebildschirm. Aber dafür war der Savepoint vorhin. Game over. Schnüff. Na? Ja, ja. Ja, ich drück das mal weg. Ach, nee. Da hat es uns das erste Mal da niedergestreckt. Ja, continue. Mhm. Slot 1. Da resettet ist das komplette Spiel. Einmal, ja, da. Weiter geht's. Ich hoffe, wir können den Dialog gleich relativ schnell überspringen. Ich kann das alles mit X irgendwie wegdrücken. Hoffe ich. Zip. Und wir haben keinen Kampf zwischendurch. Wahrscheinlich schon, bei meinem Glück. So. Ja, komm. Ich hämmer auf X. Schneller. Wir kennen das schon, wir kennen das schon. Ich könnte natürlich gucken gleich nochmal. Ich könnte nochmal die Ausrüstung durchchecken. Bevor wir gleich starten. Ob ich irgendwas gegen Eisattacken und Sachen habe. Ich meine, es ist ein bisschen spät, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht so viel Auswahl. Wie man sich darauf vorbereiten kann auf so einen Kampf. Weil nachher ist das halt so, du hast so viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn du weißt, du gehst in eine Gegend, wo zum Beispiel viel Feuer oder viel irgendwas ist, dann hast du halt bestimmte Gegenstände und Sachen, die du halt schon mal anlegst. Damit du passend darauf vorbereitet bist und dann möglichst wenig Schaden nimmst oder aber viel Schaden vom gegensätzlichen Element machst oder sowas. So. Spiel deine Glocke. Ja, dankeschön. Ich drück weiter X. Ja, oh, was war das Geräusch? Okay, so lange hat das ja gar nicht gedauert. So, jetzt können wir mal kurz gucken. Equipment. Mage Mesher. Wir haben... Nichts, was wirklich... Doch, wir haben das... Silk Shirt hat einen besseren Defense. Nicht... ich ziehe das mal einfach an. Einfach nur, weil... ja. So, Abilities. Keine. Weil ich habe ja nicht die passenden Sachen an. Macht ja nichts. Wir gehen da jetzt hin. Und diesmal hauen wir ihn um. Ich könnte auch ein Save in der Konsole machen. Dafür lege ich mir demnächst mal die... Hotkeys raus. Dann kann ich nämlich einfach vor diesen Kampf gehen, einmal in der Konsole sagen, Speicher. Dann können wir diesen ganzen Dialog einfach überspringen beim nächsten Mal. Aber ja, man lernt ja auch dazu, ne? Weil es ist ja langweilig, wenn man das gleiche nochmal hört. Aber das ist bei so einem Spiel die Strafe dafür, dass man nicht gut genug war. Ich meine, irgendwie muss das ja auch gehen. Bei WoW ist man zu seinem Todesfriedhof da portiert worden und war geschwächt und hier muss man einfach neu laden. Ist ja von der Spielmechanik so gedacht. Ich werde trotzdem wieder klauen. Ich will ja diesen Mithrildagger haben. Geht ja kein Weg dran vorbei. Das wäre ja gelacht. Weil bestimmte Waffen haben nur manche bestimmte Abilities und die kriegst du dann später nie wieder. Das ist halt ein bisschen blöd. So, jetzt klau was. Klau was. Ether. Ja, du hast eben auch angefangen. Wir können auch da mal eine High Potion nehmen. Einfach schon mal, um gut dabei zu sein. Machen wir das mal einfach. Eine High Potion bringt 500, glaube ich. Damit nehmen wir nämlich gleich erstmal voll und brauchen nicht so viel Spielzüge, um uns zu heilen. Und können mehr klauen, bevor wir in Ekstase kommen. Okay, 450. Knapp daneben.
Stehlen, stehlen, stehlen. Stehlen, stehlen, stehlen. Ja, hau mich mit deinem Flügel. Ich wünschte, ich hätte den hier mach weiter Knopf, aber naja. Dann lass uns doch weiter Effekte haben. Stehlen. Stehlen. Klauen. Noch wieder nicht. Wir haben 233 Health Points. Also ab unter 100 müssen wir auf jeden Fall heilen. Nicht, dass da so zwei nacheinander kommen, Attacken. Das wäre halt blöd. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall heilen gleich. Ah, Mithril-Dagger. Alles klar, jetzt nur noch heilen oder angreifen. Yes. Schneller heilen. Ich zieh mir jetzt... Warte mal, ich zieh mir erstmal einen Potion rein. Schnell drücken. Zieh zu. Bevor der andere jetzt Blizzard macht oder irgendwas. So. Puh, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt kann nichts mehr passieren. Sag ich und sterb gleich. Mir schon klar. Wir greifen jetzt dich an. Du machst nämlich böse Zauber. Knurps. Ja, und böse Magier, ihr kennt das. Die Stoffis müssen zuerst gehauen werden, weil das sind die Damage-Dealer. Und die Tanks, die kannst du erstmal ignorieren. Wenn du halt Kontrolle hast, wenn die halt irgendwie dafür sorgen können, dass du die immer gerne angreifen willst und die anderen nicht, dann musst du natürlich was tun. So, zack, Schnitz. Ich will jetzt dran sein. Weil wir sind schon wieder... Schnell heilen, schnell. Natürlich war... Ah, Wing macht nichts, okay, gut. Weil man sieht immer nicht, wann das Active Battle Time von Active Time Battle von den beiden durchgeht. Aber die sind einfach vor mir dran gewesen. Da kann ich noch so oft hier was aussuchen. Die sind einfach schon mal in der Zeitleiste quasi früher eingereiht gewesen. So, jetzt machen wir wieder Tidal irgendwas. Mit Trance. Genau, Ekstase hieß das, glaube ich, in Final Fantasy 7. Und hier heißt es Trance. Oder es heißt im Deutschen Ekstase. Auf jeden Fall, irgendwo heißt es Ekstase. Und das fand ich sehr seltsam. Weil Trance finde ich irgendwie... Ja, klingt stubenreiner irgendwie. Irgendwie unverfänglicher. Na, 177, das überleben wir mit Tsunami jetzt aber. Na, wir können nochmal. Und diesmal machen wir den ersten. Und danach heilen wir uns. Aber ich kann doch jetzt nicht so einen Spielzug mit Trance, weil das sind immer nur drei Spielzüge, glaube ich. Mit sowas verschwenden wie heilen. Dann machen wir doch lieber noch ein bisschen Schaden. Juhu! Yay, ich leuchte pink. Das ist eine Modefarbe. Nein. Eine Skelettkarte. Schön. Und eine High Potion. Juhu! Puh, jetzt gibt es noch ein bisschen Dialog am Ende, oder? Du hast Nummer 1 besiegt, aber Nummer 2 und Nummer 3 werden die Prinzessin holen. Hö, was? Wer war das? Hä? Naja, was soll's. Ich muss zurück und mich um die anderen kümmern. Thorn und Thorn. Thorn. Lass mal gleich das Mikrofon sauber wischen. Oh, plötzlich geht's denen wieder gut. Auch total toll, wenn man sich anguckt, wie bei Steiner und Vivi und so kleine Dampfwolken aus dem Mund steigen, weil die ja am Atmen sind. Sehr schöne kleine Details. Hey, alles gut? Du, was hast du gemacht? Keine große Sache. Du versteckst doch was. Ach, nichts passiert. Fass die Prinzessin nicht an. Ach, na klar, er ist hier die Anstandsdame. Hey, was? Alles gut. Warum bist du denn so... Entschuldigung. Ja, Steiner, du bist overprotective ein bisschen, ne? So, weiter geht's. Garnet spricht ein Machtwort. Und, hat sie dann ein Problem? Nein, wohl nicht. Ja, er ist nicht ganz entspannt gerade. So, warte mal. Sie dann, geht's gut? Ja, das geht.
So, jetzt können wir nämlich aber bei sie dann auch mal wieder die vernünftige Klamotte anziehen. Damit er hier wieder seine Sachen weiter lernen kann. Und seine Magiepunkte sind niedrig und ihre auch. Macht aber nichts. Wir kommen da schon noch irgendwo hin. So. Zack. Das wär's soweit. Hier haben wir, glaube ich, nichts gehabt. Nee. Und ab geht's. Und natürlich wieder ein Kampf. Ach ja, schön. Wir sind jetzt eigentlich durch mit der Höhle. Wir sind durch. Steiner, Magie, Feuer. Ja, mach das da. Vivi, Magie, Feuer. Mach den da. Und du klaust ihm die Potion. Und Garnet greift auch an, weil sie sonst nichts kann. Mit 4 Magiepunkten kann ich, glaube ich, noch einmal heilen oder auch nicht. Aber ist auch nicht wichtig. Schlaf gut, schlaf gut. Spam. Na. mit dem Stab ins Auge gestochen. Das war da nicht gut. Oh yeah. Sie hat beides gelernt. Panacea und Cure. Und Erz. Wofür ist Erz gut? Wir können ja mal ins Menü gehen und gucken. Was Erz sein soll. Items. Erz. Achso. Heilt auch. Und kann halt nur... Achso, kann halt zum Heilen benutzt werden im Kampf. Okay. Das ist ja gut zu wissen. Das heißt, ich muss gar nicht unbedingt... Warte mal, ist hier unten noch was? Nee, gar nicht. Ich muss nicht unbedingt Potions benutzen. Yep. Ja, es sind sehr kampflastige 2 Folgen jetzt hier gewesen. Ja, kommt auch wieder Story. Ich meine, das ist halt schön. Und der Kampfmodus ist eigentlich echt schön. Und dieses Kampfsystem ist auch ganz nett. Weil man halt einfach, ja, man hat halt sozusagen gewissermaßen rundenbasierten Kampf, aber nur ein bisschen. Und, ja, man kann immer so ein bisschen vorplanen, wer was tun soll. Und es kommt nicht darauf an, dass du halt die ganze Zeit am Button smashen bist, irgendwie, dass du schnell irgendwelche Leute umbringen willst, sondern du kannst ein bisschen strategisch denken. Also du kannst ein bisschen gucken, wer macht nacheinander was, und es hat so ein bisschen was von so rundenbasiert eben. Was halt nicht so stressig ist, wie wenn du halt immer direkt selber draufhauen musst. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied zu irgendwie Zelda oder sowas, wo du halt immer eine Person und direkt bist, und hier hast du so ein kleines Team. Und kann jetzt gucken, wenn der eine irgendwie stirbt, dann muss der andere den heilen und sowas alles. Ich mag das. Okay, ganz viele Levels. Oh ja, wir müssen den Mithril-Decker angucken. Richtig, nicht, dass ich das vergesse. Das wäre natürlich Quatsch. So. Wie dann? Was hast du denn? Noch nicht alles gelernt, deswegen lasse ich den gleich noch drin. Aber, hui, wir haben mehr Attack und haben Bandit. Ja, toll. Mithril-Dagger. It's made of Mithril. Yo, dog. I heard you like Mithril. Mhm. Gut. Weiter geht's. Wir laufen da jetzt hoch. Oh, was ist das denn? Ein Hüpf. Hüpf. Bring mich zum Licht. Der Ausgang. Kann denn das? Schön! Ah, schön! Wir haben's geschafft! Ah, die Sonne! Diese Wärme! Oh, ein Dörfchen! Ja, ein Dorf, dessen Namen haben wir auch schon gelesen in der Bibliothek. Hm, oh, ich war da wohl schon mal. Du warst wohl schon überall, sie dann. Ja, genau. Genau, in anderen Welten. Ach genau, und sie hat das nur in Büchern gelesen. Und wir haben das tatsächlich auch in Büchern gelesen, weil es, ja. Oh, warte mal. Wir haben noch was Wichtiges vor. Mhm. Genau, und sie brauchen einen neuen Namen, weil sie können sie ja nicht die ganze Zeit Prinzessin nennen. Und, jetzt hat Steiner ihm den Dolch aus der Hand geschlagen und sie nimmt den Dolch. Und Steiner findet das ja ungehörig, was man ja natürlich überhaupt gar nicht, und sowieso, man kann das ja alles gar nicht tun, wie immer.
Naja, du wirst die Prinzessin nennen. Ach ja, Steiner ist so dämlich. Ja, Vivi und Garnet haben beide den Plan. Mhm. Ja. Und jetzt guckt sie diesen komischen Dolch an. Und jetzt ist, was ist das, wie heißt das? Ein Dolch, mhm. Und alle, die heißen alle so. Und Schwerter sind länger und bla und bla. Und sie will das alles gar nicht hören. Und er ist ein bisschen down. Und jetzt will sie sich... Jetzt will sie sich Decker nennen. Da halte ich aber nichts von, denn eigentlich, ich glaube in der deutschen Version oder irgendwo, das war nämlich der eine Charakter, den ich nicht so benennen werde, in der deutschen Version oder irgendwo, ist da nämlich eine Lilie auf dem Dolch. Das heißt, ich werde sie Lilly nennen. Upsa, nicht so viele I's. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. So. Dagger, das geht gar nicht. Hallo, was ist denn das für ein Mädelsname? So, wenn das also ein Dolch ist, dann werde ich mich von nun an Lilly nennen. Was meinst du? Ich glaube, du hast komische Gedankensprünge, Prinzessin Garnet. Bist ein bisschen verwirrt. Geht's dir gut? Ja, ist okay. Kann man mit leben. Super, dann lass uns mal an deiner Sprechweise üben. Versuch mal ein bisschen entspannter zu klingen. I shall try, sehr schön. Oh, ich werde es versuchen. Nee. Was würde Vivi sagen? Okay. Oh, okay. Ja, du kommst voll drauf. So, dann ab geht's. Ab zum Dörfchen. Schauen wir uns doch gleich mal an. Ach stimmt, die Weltkarte. Die brauchen wir länger zum Laden. Da kommen wir aus der Höhle und wir können uns ja mal umdrehen und die Ansicht wechseln. Da vorne ist das Dorf. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal zum Dorf. Ich glaube, wir gehen noch nicht ins Dorf rein. Ich nehme mal an, wir kriegen noch einen Kampf vorher, oder? Ne? Okay. Hier haben wir so lustige UFO-Markierung, ne? Laufen wir mal. Ich würde aber sagen, ich bleibe an dieser Stelle einfach stehen und beende hier mal, weil sonst wird das gleich wieder länger. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in diesem Fragezeichen-Dörfchen. Wir erfahren den Namen schon noch und eigentlich kennen wir ihn noch. Wir haben ihn einmal in der Bibliothek in Alexandria gelesen. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.